Das Schöne muss nicht weit sein. Manchmal ist es direkt vor der Haustüre. So wie hier in Blumberg. Our eyes are closed when we start this loop on repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. Cause I'm here. Leute, hier das erste Schild, Steifenbach Wasserfälle, und die Strecke werden wir jetzt laufen. Für mich und Andreas ist das jetzt hier das erste Mal, dass wir bei Blumberg wandern, und sind natürlich jetzt gespannt. Ja, und da lang geht es dann, ne? Hier lang fahren wir laufen, und es geht bergab, und bergab heißt immer, irgendwann mal geht es wieder berghoch. Wir sind im Schwarzwald. Wir freuen uns drauf. Ja, genau. Schaut mal, Leute, wie alles schön wild hier ist und wie tief das runter geht, und wir verlieren immer mehr an Höhe. Das heißt halt, dass wir nachher alles wieder hochlaufen müssen. Ja, ja, die Freude steigt. Ich hoffe, du bist schwindelfrei. Nee, bin ich nicht. Dann guck lieber. Guck nicht. Okay, Leute. Da geht's ein bisschen runter. Schöne Grüße an Bettina. Hammer. Hammer. Ja, Leute, ich bin jetzt mitten auf der Treppe. Schaut mal. Aber ich muss sagen, mit der Höhenangst ist es bei mir echt besser geworden. Es geht. Also, vor einem Jahr oder so hätte ich mich das wahrscheinlich kaum getraut, und mittlerweile, ehrlich gesagt, passt's. Ja, die Wasserfälle sind eigentlich schon das Highlight von dieser Wanderung, und da unten kann man sich's gemütlich machen, was essen, was trinken, wirklich toll. Und ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie gut das hier rüberkommt über ein YouTube-Video, aber live, wenn man hier ist, ist es einfach sagehaft. Ja, wir haben es schon schön im Schwarzwald. Ja, habe ich dir schon mal erwähnt. Du hast es schon ein, zwei Mal erwähnt. Ja, Leute, wir sind jetzt hier am Wasserfall. Es ist auch schön frisch. Man merkt es einfach, es tut gut, weil wir haben wieder schwüles Wetter hier in Schwarzwald normal. Man weiß es und kennt es, wenn man von hier ist, dass es relativ oft schwül wird. Und uns sind eine Gruppe Jugendliche entgegengelaufen. Zwei oder drei Mädels und zwei oder drei Kerle dabei. Und die hatten volle Ausstattung dabei mit Wildcampen. Also die haben auch hier irgendwo die Nacht verbracht. Ja, das ist einfach schön. Auch wenn man das jetzt nicht wirklich darf, dass trotzdem geduldet wird und viele auch wahrnehmen, finde ich irgendwo auch schön. Ja, jetzt genießen wir das noch ein paar Minuten hier und dann geht es ein paar Höhenmeter machen. Ich schwitze ja jetzt schon, Mann. Oh, ne Witz. Hier sind die ersten Wegmarker. Wenn wir jetzt hier hoch laufen würden, Blumberg, 300 Meter, wird es ganz schön hoch gehen.
Und gerade eben habe ich gebetet, dass wir nicht da hochgehen müssen, sondern hier runter. Ach, Gott sei Dank. Noch weiter runter, noch mehr hoch. Weil da oben geht es schon wieder hoch. Oje. Attacke. Und wie ihr sehen könnt, bin ich schon brutal am Schwitzen. Hier, für dieses Panorama kommen die Asiaten immer zu uns und wollen den Schwarzwald sehen. Ja Leute, wir haben jetzt wieder ein paar Höhenmeter schon gemacht, ich und der Andreas. Und wir sehen eigentlich, dass es eigentlich relativ gemütlich hochgeht. So kann man es aushalten. Schlimmer wäre es eben, wie wenn in der Schweiz oder Österreich in den Bergen du halt solche Steigungen hast, wo du auf allen Vieren hochklettern musst. Aber hier ist es wirklich angenehm. Bis jetzt eine gut zu empfehlende Strecke. Ein bisschen an Grundfitness sollte man schon mitbringen. Aber gute Schuhe, immer gute Schuhe. Aber du musst jetzt kein Kletterseil oder kein Helm, das braucht man hier nicht. Und ein bisschen eine Grundkondition, wie gesagt, dann kann man die Strecke bis jetzt auf jeden Fall, wir haben jetzt ein Drittel hinter uns demnächst. Ja, und bis jetzt muss ich sagen, Daumen hoch. Aber wer weiß, was die nächsten 10 Kilometer bringen. Wir werden es sehen. Ja Leute, ihr hört es an unserer Atmung. Wir sind ziemlich am Pushen. Ja. Und es geht schon die ganze Zeit schon ungefähr so berghoch. Und es geht nochmal so viel berghoch. Also zu früh gefreut. Ihr müsst schon ein bisschen Kondition haben. Bisschen mehr wie Standardkondition. Aber gut, wir machen in ein Kilometer in 19 Minuten. Ja, und jedes Mal mit Höhenmeter. Wir sind mit unserer Leistung zufrieden. Für Hardcore-Wanderer ist es natürlich ein Witz. So, wir melden uns da oben. Falls nicht, dann sucht uns. Habt mich lieb, Leute. Also Leute, das liebe ich ja. Hier im Schwarzwald. Da unten haben wir eine Schlucht mit einem Fluss. Hier die Bäume, die Vögel zwitschern. Eigentlich mehr will ja der Mensch nicht in der Natur und alles ist hier geboten. Du hast echt viel Abwechslung. Ich glaube, das da unten ist, das ist ein Lutach, kann das sein? Das wissen wir gar nicht. Da ist ein Fluss, ich habe keine Ahnung, was für einer das ist. Aber auf jeden Fall wirklich sehenswert. Ja, wir werden auf jeden Fall mal hier eine Pause machen, uns erholen. Melden uns anschließend. You promised me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My senses is telling me I shouldn't worry, you know the truth. Ooh, yeah. So Leute, die kurze Pause ist rum. Wir sind wieder frisch aufgetankt, weil wir werden es auch brauchen, die ganze Energie. Da geht es nämlich hoch. Und Drohnenflüge haben wir verschoben. Wir hatten eine kleine Bekanntschaft mit einem Greifvogel und haben, bevor die Drohne irgendwie beschädigt worden ist, den Flug abgebrochen. Okay. Gerade eben haben wir festgestellt, dass es doch noch mal höher gehen könnte. Wir werden da hochlaufen. Hier hoch. Na, wie schön, ne? Da haben wir ein paar schöne Drohnenaufnahmen noch hinbekommen. Aber so leicht wie die Drohne werden wir es da hoch, glaube ich, nicht schaffen. Wenn wir wieder Blut schwitzen. Naja, gut. Schaffen wir auch noch. Leute. Ich weiß nicht, ob man das erkennt in der Kamera. Schaut mal hinter mir, wie steil es hier hochgeht. Krass. Man hat das Gefühl, die Waden explodieren. Wahnsinn.
Und es soll eine mittelschwere Strecke sein. Also ich und Bettina sind schon mehrmals mittelschwere Strecken gelaufen. Die ist auch wirklich im oberen Bereich. Und der Andreas ist auch ziemlich am Schwitzen. Unser Wasser ist zu Ende und wir haben noch 4 Kilometer, hoffentlich nur bergunter. Weil jetzt sind wir am höchsten Gipfel. Ohne Worte. Ohne Worte, Leute. Frag nicht und ich erzähle auch nichts. Puh. Noch 3 Kilometer zum Bahnhof. Juhu! Und es geht nach langer Zeit wieder mal bergunter. Ja gut, Andreas am Fotografieren. Und da kamen wir her. Oh je. Ja, Andreas, wir beide haben hier gerade eben auch über die Wanderung hier geredet. Die war anstrengender als erwartet. Ja, auf jeden Fall. Umso schöner. Aber hier sind sie auch andersrum gelaufen. Wir wissen jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir es jetzt hier lang gelaufen wären. Aber die Höhenmeter muss man ja so oder so machen. Also ich glaube schon, dass man da hochlaufen hätte müssen. Ja, Höhepunkt unserer Wanderung war, dass der Greifvogel und meine Drohne angreifen wollte. Ich schneide es hier nochmal kurz rein. Ja, das war, ja, und so war es von der Natur her natürlich hier bombastisch. So, wir verabschieden uns hier. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Abonnieren nicht vergessen. Auf jeden Fall. So, Andreas sagt jetzt auch Tschüss. Macht's gut, ciao. Also, ciao. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.